Grafiken verändern, drehen, vergrößern, verkleinern und anpassen. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Grafiken verändern. Ja, sind die Grafiken mal eingefügt, kann man die natürlich auch noch anders ändern. Nicht nur der Textfluss, sondern auch die Größe oder wie die Drehung der Grafik ist. Man kann also die Grafik hier anklicken und hier an den Rändern gibt es entsprechende Ziehpunkte, einmal Kreise und einmal Vierecke. Wenn ich die Grafik an den Kreisen anfasse, dann kann ich sie proportional vergrößern und verkleinern. Bei den Kästchen passiert es nicht. Hier wird die Grafik verzerrt. Hier wird es gestaucht, hier in die Breite gezogen. Man kann aber noch was anderes machen, und zwar, wenn man einen Ziehpunkt ganz nach drüben zieht, dann kann man diese Grafik, Clipart funktioniert es auch, spiegeln. So, jetzt schaut er in eine andere Richtung. Und hier oben mit diesem grünen Punkt, wenn ich da hinklicke, kann ich die Grafik auch noch drehen und entsprechend versetzen. Mit dem Bild funktioniert das ebenfalls. Hier im grünen Punkt draufklicken und dann entsprechend drehen. Ich habe hier noch eine andere Funktion. Machen wir das wieder mal im Urzustand. Wenn ich das nicht mit der Maus machen möchte, das Bild spiegeln, drehen, kippen. Ich habe hier noch Funktionen. Rechtsdrehung 90 Grad, Linksdrehung 90 Grad. Ich kann es auch vertikal kippen, horizontal kippen. Das haben wir vorhin gemacht. Geht natürlich mit der Maus auch. Also hier den Mauszeiger ansetzen, nach oben ziehen und schon steht das Bild auf dem Kopf.